Die Saisonvorbereitung unserer Handballer sieht viel Bewegung an der frischen Luft vor. Da kann man beispielsweise laufen oder Fußball spielen und einmal im Jahr sogar Handball unter freiem Himmel inklusive Publikum. Beim Mega Woodstock Festival in Aschersleben ist das schon Tradition. Die auf Terrassen spezialisierte Ascherslebener Firma Megawood sorgt für die passende Spielfläche, das Rahmenprogramm und die Plätze. Den Rest übernimmt der Handball. In einem großen Turnier mit je 10 Herren- und Damenmannschaften ging es um den Sieg. Am Freitagnachmittag war Turnierbeginn. Das alles fand in der eigens dafür errichteten Megawood Arena statt, die sich langsam füllte, trotz merklich dunkler werdender Wolken am Himmel. Der Showhöhepunkt des Turniers war ganz klar das Derby der Handballer des SC Magdeburg gegen den SC DHFK Leipzig. Die Magdeburger, mit dem Halberstädter Trainingslager in den Knochen, standen vor einer relativ schwierigen Aufgabe. Zwar sind auch die Leipziger in der Vorbereitung, aber ihr erstes Trainingslager beginnt erst nach dem Wochenende. Dementsprechend sah auch das Spiel der SCM-Handballer aus. Ersatzgeschwächt durch die zahlreichen Olympia-Abstellungen und deswegen taktisch etwas unsortiert, hatte die Mannschaft gegen eingespieltere Leipziger einen schweren Stand. Schnell geriet sie in Rückstand, kämpfte aber um den Anschluss, wie hier Youngster Tim Wiebe. Er war zusammen mit Johannes Wasilewski einer von zwei Perspektivspielern, die zum Einsatz kamen. Trotz aller Bemühungen erwiesen sich die Leipziger als zu stark, scheiterten allerdings gleich dreimal vom 7-Meter-Punkt am Magdeburger Keeper Dario Quenstedt, der gerade erst seinen Vertrag beim SCM verlängert hat. Leipzig zog immer weiter davon. In der 21. Spielminute führten sie mit 6 Toren 12:6. Dann geschah aber Folgendes. Der SCM im Angriff, Zielko Musa rutscht weg, es gibt Freiwurf. Der wird noch ausgeführt und dann ist Schluss. Man ahnt, was los ist, wenn man die Schirme sieht und tatsächlich, er hatte sich angekündigt, jetzt war er da, der Regen. Das hieß, im Hinblick auf die nun etwas rutschig werdende Spielfläche, Spielabbruch. Im ersten Moment schade für die Zuschauer, aber auch für die Spieler, beispielsweise Florian Link. Nach dem Abschied von Philipp Ambrosius füllt er jetzt die Rolle als dritter Torwart aus. Dass er am Freitag nun ohne Einsatzzeit blieb, sah er nicht allzu negativ, schließlich durfte er dafür die komplette Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren. Es war eine ganz neue Erfahrung mit den ganzen Stars unserer Mannschaft, halt eben die Vorbereitung zu bestreiten. Von der Belastung her war es auch intensiv, aber es hat definitiv auch Spaß gemacht. Unverhofft gab es jetzt trotz des Regens doch noch einen echten Höhepunkt. Um den vielen Zuschauern etwas zu bieten, entschloss man sich, den Sieger der Partie per 7-Meter-Werfen zu ermitteln. Da aber die Verletzungsgefahr für die Torhüter zu groß war, sollte nicht sie im Tor stehen, sondern die jeweiligen Manager. Namentlich sind das Carsten Günther vom SC DHFK und Marc-Henrik Schmidt auf Seiten des SCM. Er macht auch den Anfang, am Punkt steht der Leipziger Trainer Christian Prokop persönlich. Kann der anerkannte Finanzfachmann Schmidt jetzt auch 7 Meter halten? Das war die Taktik von Marc-Henrik Schmidt. Er kann, mehr oder weniger. Hier das Ganze noch einmal von der anderen Seite aus gesehen. Christian Prokop verwirft und macht damit den Magdeburgern die Tür für einen Sieg ganz weit auf. Die nutzen ihre Möglichkeiten besser und gehen in Führung, die sie nicht wieder abgeben. Mit dem letzten Magdeburger 7 Meter beweist unser Trainer Bennett Wiegert, dass er auch an der Seitenlinie nichts verlernt hat und sichert den Magdeburger 5:4 Sieg im 7 Meter Werfen. Doch jetzt schnell zum Statement des entscheidenden Magdeburgers beim 7 Meter Werfen, Marc-Henrik Schmidt. Ja, ich glaube, er war verwirrt, was ich da gemacht habe, aber ich glaube, das war noch eine Aktion, ein bisschen den Abend zu retten. Es ist ja leider schade, dass es hier geregnet hat, aber jeder wird verstehen, dass das hier nicht funktionieren kann und wir werden das Spiel wiederholen im Januar. Und ja, dieser Ansatzgrad, Verletzungsgefahr ist zu groß, ja. Christian, ein bisschen Pech gehabt beim 7 Meter? Ja, oder Unvermögen. Also in der aktiven Zeit, auch wenn sie nicht so lange war, war ich kein oder nie 7 Meter Schütze. Und das hatte seinen Grund, das hat man heute gesehen. Trotzdem war es eine Spaßsache am Ende. Unser Manager oder auch Marc Schmidt war im Tor und war natürlich trotzdem tolle Sache fürs Publikum. Der SC Magdeburg und der SC DHFK Leipzig treffen sich übrigens bald wieder.
Sowohl beim Klaus-Miesner-Turnier in Ilsenburg vom 19. bis zum 21. August, als auch beim ersten SCM-Heimspiel in der Liga am 11. September. Beide Mal drin, beide Male auf trockenem Boden.